Moinsen, Leute! So habt ihr mich noch nie gesehen, dass ich mal so viele Süßigkeiten esse. Das liegt daran, dass ich wieder mal ein bisschen was Neues ausprobiere. Normalerweise ist es so, dass ich vor den Wettkämpfen eine Nacht vorher jetzt mal irgendwie ein Eis esse, Ben & Jerry's oder sowas, und dann halt ein paar Kekse. Aber diesmal habe ich wirklich komplett hier alles voll. Volles Programm. Ich habe meine Anmeldung durch IFBB Pro Meisterschaft Prestige Crystal Cup. Morgen ist es soweit. Ich habe die Startnummer 3. Wie letztes Mal in Miami. Und auch wie letztes Mal in Miami ist direkt vor mir der Dareem Charles, der schon 10 Wettkämpfe gemacht hat. Davon hat er 6 gewonnen und 4-mal den zweiten Platz gemacht. Der Junge macht 18 Wettkämpfe dieses Jahr zwischen März und April, November. Ist echt brutal. Aber nichtsdestotrotz, das werde ich morgen rocken, das Ding. Hier habe ich auch ein bisschen Obst da. Manche sagen ja, das bläht auf und das soll man vor dem Wettkampf nicht essen, weil man halt einen Blähbauch hat. Also solange ihr nicht kiloweise Sachen isst, bläht das nicht auf. Ich habe sonst früher auch immer mit Reis und Ananas aufgeladen und auch da ging das. Ich hatte keinen Blähbauch. War alles gut. Jetzt aber hier diese ganzen Sorbets, mein Gott. Da ist schon 2/3 alle. Und ja, die Franzi kriegt natürlich auch was ab. Aber davon vielleicht so 20 Gramm oder so. Und dann wird sie davon vielleicht auch nochmal was abkriegen. Mal gucken. Vielleicht davon auch noch. Aber vielleicht. Deswegen ist schon mal alles auf. Und bevor sie da ist, werde ich das hier, glaube ich, 3/4 wegknallen. Ich habe mir vorgenommen, 1200 Gramm Kohlenhydrate heute zu laden. Ich muss zugestehen, es ist jetzt, lass uns mal gucken, 9:45 schon in Florida, Boca Raton. Und ich habe noch nicht mal die Hälfte voll. Deshalb habe ich mir jetzt hier auf einmal diese Sachen geholt. Und die werde ich, ich glaube, so 3/4 werde ich das essen. Und Pi mal Daumen habe ich mal gerechnet, das hat alles zusammen so circa 400, 500 Gramm Kohlenhydrate. Also es müsste eigentlich reichen, wenn ich die alle weggefressen habe. Auch die wollte ich erst zum Frühstück, aber ich glaube, die werden heute das nicht überleben. Die Glykogenspeicher richtig voll machen. Und dann schauen wir mal. Eigentlich mag ich ja keine Sorbets, aber das ist echt der Brüller. Leute, Mango. Und ich weiß nicht, ob es die Marke in Deutschland gibt. Wenn ja, rennt die Bude ein. Holt euch das Zeug. Sonst kommt noch ein Video über das Protami-Eis. Protami-Eis ist meiner Meinung nach das beste Protein-Eis ever. Also, da haben die Münchner Jungs richtig was Gutes gemacht. Wenn ihr was Gutes tun wollt, Protami-Eis. Und wenn ihr was Schlechtes tun wollt, Talenti-Eis. Also entweder Talenti oder Protami. Ein von beiden. Und diese Sachen werden einige auch bestimmt sagen, die haben zu viel Fett, Murat. Meinst du nicht, dass du nur so B essen solltest? Nein. Warum sollte ich das? Wer kann, der kann, ne? Und ich habe heute viel zu wenig Gewicht auf die Waage gebracht, wie letztes Mal auch. Also die haben mich heute gemessen auf 1,80,6 so circa. Also 1,85, 1,86. Keine Ahnung, diese Zolldinger verstehe ich nicht. Also mein Gewichtslimit lag bei 92,9 Kilogramm. Und ich habe auf die Waage gebracht 100 Gramm mehr als in Miami. Also knapp, ja, 88 Kilo. Das ist echt nicht viel, Leute. Ich habe heute Morgen irgendwie 89,2 oder sowas gewogen. Und dann habe ich mir im Laufe des Tages 400-500 Gramm Kohlenhydrate gegeben. Also drei wirklich richtig große Mahlzeiten an Kohlenhydraten. Ja, so 1 bis 1,5 Liter getrunken und dann habe ich mich auf die Waage gestellt und hatte 1,2 Kilo weniger, nicht mehr, weniger. Also das war, ist der Beweis, dass die Kohlenhydrate, ich meine, gut, nach einem Tag kann man das nicht beurteilen, aber wahrscheinlich durch die Körperhitze, dass der Körper ein bisschen mehr Wärme produziert und gerade bei mir wahrscheinlich wie ein Ofen, habe ich das Gewicht auch noch verloren.
Und das konnte ich dann halt nicht mehr reinkriegen. Und das ist der Grund, warum ich jetzt so diese Einfachzucker nehme und nicht komplexe Kohlenhydrate. Ich habe den ganzen Tag geteilt zwischen komplex und einfache Kohlenhydrate. Und deshalb, jetzt gibt es nur noch einfache Kohlenhydrate. Und mal schauen, wie die Form morgen aussieht. Das werde ich euch natürlich auch präsentieren. Und ich sage hiermit, war's das. Schauen wir mal, was gleich noch abgeht. Morgen vorm Update bzw. Wettkampf. Aber auch den Wettkampf werde ich einen Tag verzögert posten können, weil es halt alles nicht so schnell geht. Und deshalb erstmal Check und danach Wettkampf. Okidoki, dann wünsche ich euch schönen Abend. Schaut weiter zu. Abonniert und teilt und kommentiert. Und wie ihr sehen könnt, habe ich fast alle Kommentare auch kommentiert, also gegenkommentiert. Das könnt ihr gerne angucken. Die Bestätigung ist auf meiner Seite. Und schönen Abend wünsche ich euch und aus.